Nachhaltigkeit und Digitalisierung, diese Themen bestimmen nicht nur die politische Diskussion. Auch an den Hochschulen wird sich sowohl im Bereich Lernen als auch beim Lehren vieles verändern. Für solche Veränderungen hat der Senat der Hochschule Albstadt-Sigmaringen jetzt grünes Licht gegeben. Die Arbeitswelt verändert sich und dieser Veränderung wird bei der Fakultät Engineering der Hochschule Albstadt-Sigmaringen jetzt Rechnung getragen. Die Hochschule, aber auch die Studierenden müssen sich darauf einstellen, an vielen Stellen neue Wege zu gehen. Das bedeutet unter anderem mehr Individualität und mehr Digitales. Für diejenigen, die beispielsweise einen Angehörigen pflegen oder während des Studiums arbeiten müssen, eröffnen sich so neue Chancen. Viele Studierende waren daher auf die Dekane und auch auf die Rektorin Ingeborg Mühldorfer zugekommen und hatten um eine Verlängerung der Studienzeit gebeten. Und das Land Baden-Württemberg ist darauf eingegangen, hat ermöglicht, dass wir unsere Studiengänge in individueller Teilzeit anbieten. Das heißt, Studierende können zu Beginn eines Studiums zu uns kommen und mit uns individuell für ihre Lebenslage einen Plan erstellen, in welcher Zeit sie das Studium absolvieren wollen. Aber nicht nur hier wird alles digitaler. Die Professoren an der Hochschule haben auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, die Vorlesungen abzufilmen und ins Netz zu stellen. Jedoch ist nicht nur das Studieren an sich digitaler, sondern auch der Studieninhalt. Es gibt programmierbare Nähmaschinen, die sind global vernetzt, die können Sie von hier aus programmieren. Ne? Das heißt also, können Sie von dort, von der Näherei in China Daten ziehen, die Sie dann hier analysieren können und für die Qualitätssicherung nutzen. Ja, man kann digitale Prozessketten dazu benutzen, individuellere Produkte zu generieren. Man kann Turnschuhe stricken und man kann die Sohle 3D drucken. Ja, das sind digitale Prozesse und wir haben also so eine sagen wir, digital steuerbare Strickmaschine. Das sind natürlich komplexere Maschinen an dieser Stelle. Das ist jetzt nicht mehr so eine einfache Strickmaschine, sondern man muss dann auch wissen, was man an dieser Maschine tut. Solche Prozessketten sind nebenbei auch noch umweltschonend, da Ingenieure, Mechaniker oder Techniker sich beispielsweise Reisen zu anderen Firmenstandorten sparen können. Einen neuen Fokus auf mehr Nachhaltigkeit hat auch der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Was passiert in der Automobilindustrie, was passiert im Mobilitätsverhalten und welche Auswirkungen hat das für die Produktion der Zukunft, welche Auswirkungen hat das aber auch für die Umwelt? Wie sind Produkte und Innovationen zu managen, dass sie auch nachhaltig sind, dass sie auch diesem Faktor Rechnung tragen? Ein Produkt zu entwickeln, ohne dabei das Thema Nachhaltigkeit im Blick zu haben, sei heutzutage einfach nicht mehr denkbar. Da sind sich die Verantwortlichen einig. Mit den jetzt beschlossenen Veränderungen sei die Hochschule daher auf dem richtigen Weg.